Liebe Waage, mein Name ist Emanuel von Zennstern. Ich bin dein astrologischer Lebensberater in Berlin und das ist die allgemeine Monatsprognose für Januar 2021. Du beginnst den Monat mit einer Konjunktion zwischen Pluto und Merkur. Diese geschieht zwischen 1. und 5. Monatstag. Wahrscheinlich machst du dir große Gedanken um eine Sache, die dich stark beschäftigt. Die Beendigung einer Situation oder die Erledigung einer Aufgabe können in den Vordergrund am Monatsanfang treten. Themen wie zum Beispiel Auto, Haus, Wohnung, Familie und Homeoffice können bis zum 9. Monatstag eine Herausforderung darstellen. Am 6. des Monats hast du Mars in Stier eingetroffen. Bis zum 3. März könntest du stark daran arbeiten, finanzielle Angelegenheiten zu regeln und materielle Werte und Ressourcen zu sichern. Wenn dies der Fall ist, meine liebe Waage, dann ist der Weg zum Erfolg nicht einfach, da man sich in einer Situation durchkämpfen oder ein großes Risiko eingehen muss. Wir haben dann am 8. des Monats Merkur in Wassermann eingetroffen. Bis 15. März wirst du sehr beschäftigt mit einem persönlichen Projekt sein, das dich kontinuierlich herausfordert und gleichzeitig Spaß macht. Arbeit im Internet ist mit diesem Transit besonders positiv veranlagt. Am 9. haben wir Merkur Quadrat Mars. Bis zum 15. Januar sind zwischenmenschliche Beziehungen für das Erreichen deiner Ziele besonders vom Vorteil, auch wenn diese nicht einfach sind, okay? Der Kontakt und die Kommunikation zu einer breiten Audienz können beruflich gesehen von Bedeutung sein. Neue Entwicklungen sind im Bereich der Bildung zu erwarten. Wir haben dann zwischen 10. und 11. Merkur, Konjunktion Saturn und Jupiter im Wassermann. Du wirst neue Wege suchen, deine innere Persönlichkeit zu stärken und diese zum Ausdruck zu bringen. Die Themen Kinder und Enkelkinder sind mit vielen Umwegen und Brüchen verbunden. Falls zutreffend, wird ein Urlaub oder eine Reise abgesagt. Am 12. des Monats haben wir Merkur Quadrat Uranus. Es dürfte dir schwer fallen, meine liebe Waage, deine Gedanken zu disziplinieren und zu ordnen. Möglicherweise hast du Angst, dich anderen unterwerfen zu müssen. Am 13. hast du Mars Quadrat Saturn. Bis Anfang Februar können manche Beziehungen eine Quelle für Stress sein. Es kann auch vorkommen, dass du zu Hause viele Dinge zu regeln hast und unter großem Druck stehst. Am 13. hast du Neumond in Steinbock. Neue Entwicklungen sind in den Bereichen des Berufes und der Finanzen zu erwarten. Manche Veränderungen sind notwendig, damit du ein Gefühl der Zufriedenheit und des inneren Friedens bekommen kannst. Am 14. haben wir Venus, Trigon, Uranus. Eine Frau könnte dir fröhliche Nachrichten bringen mit dieser Konstellation. Kreative Arbeit zu Hause ist mit dieser Kombination begünstigt. Auch am 14. haben wir Uranus direkt in Stier. Bis Anfang August 2021 wirst du neue Dinge lernen müssen, damit du dir eine neue oder alternative Einnahmequelle schaffen kannst. Zwischen 15. und 17. hast du Jupiter Quadrat Uranus. Themen wie Bildung, Seminare und Fortbildung können in den Vordergrund rücken. Möglicherweise hast du den Wunsch zu verreisen oder etwas zu machen, was dir Spaß macht. Zwischen 18. und 20. haben wir Mars-Konjunktion Uranus in Stier. Nicht alle Dinge und nicht alle deine Wünsche und Erwartungen werden sofort in Erfüllung gehen. Es ist dementsprechend wichtig, meine liebe Waage, sich auf ein einziges Thema zu fokussieren und sich geduldig auf neue Entwicklungen einzustellen. Wir haben dann zwischen 21. und 24. Sonnenkonjunktion Saturn in Wassermann. Du könntest keine Freizeit haben, sodass es dir wenig Zeit für Familie, Partner oder Freizeitaktivitäten übrig bleibt. Zwischen 25. und 27. machen Sonne und Uranus eine Quadratur miteinander. Wenn du Elternteil bist,
bist du viel unterwegs und du wirst vieles für deine Kinder regeln müssen. Sei bereit für unerwartete Wendungen und Änderungen. Eine Veranstaltung, einen Termin oder Treffen könnte abgesagt werden. Am 28. hast du Vollmond in Löwe. Wenn du in einem großen Unternehmen arbeitest, dann wirst du bald in dem Unternehmen nicht mehr arbeiten wollen oder können. In der Liebe können es gute oder schlechte Überraschungen je nach Geburtshoroskop geben. Am 29. hast du Sonne, Konjunktion Jupiter im Wassermann. Du solltest eine Entscheidung eigenständig treffen, die deine Zukunft bestimmt und dich zu alternativen Enden führen wird. Und dann am 30. haben wir Merkur rückläufig im Wassermann. Bis Anfang März bist du dabei, ein Projekt zu beenden oder zu starten, die dir soziale Anerkennung und die Ausübung deiner Selbstständigkeit ermöglicht. Meine liebe Waage, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit Januar 2021. Ich wünsche dir an dieser Stelle viel Erfolg und einen guten Start in das neue Jahr 2021. Falls du eine individuelle Vorausschau für die Zukunft brauchst, kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen an dieser Stelle. Alles Gute und bis zum nächsten Video.